Und wenn du den Kopf findest, kannst du ihn nicht mehr halten. Cool, gell? Ja, alles cool. Mittelalter bis Tode. Warum macht er das da? Das verstehe ich gar nicht, ey. Warum? Verstehe ich, ist das schief geschnitten oder was? Verstehe ich gar nicht. Das war so klar. Boah. Alter Schwede. Boah, das tut weh, ey. Eieieiei. Verdammt. Das wird aber nichts. Oh, es gibt doch gar nicht. So ein scheiß Reißnagel. Au, oh, danke, ey. Aber echt, ey. Heieieiei. Viel einfacher. Hätten wir auch gleich drauf kommen können. Was denn? Hey, hey, hey. Guck die dicke Wampe raus. So, und jetzt muss das hier so rüber, dass das da schön, und jetzt hauen wir das da auch noch mal rein, einmal rein. Dass das nicht immer verrutscht. Ich nehme frei auf, gell? Oh, was ist das? Von deiner Schwester, gell? Nein, habe ich mir gekauft. Hast du dir gekauft? Okay, aber das ist auf Englisch, gell? Hast du schon gesehen? Das komplette Buch ist auf Englisch. Ich meine, gut, da hast du wenigstens was zu lernen. Ey. So, jetzt gucken wir mal. Ey, Freunde, ist doch perfekt, oder? Das ist doch, aber hier sehe ich gerade, hier kriselt es noch ein bisschen. Da unten kriselt es noch ein bisschen. Machen wir das mal weg. Eigenschaften. Nicht wundert über den Ton, das ist der Ton von der Webcam.
Video konfigurieren. Ich kann da, glaube ich, auch die Filter, ne? Filter, Chroma Key. Ah, genau, Chroma Key. So, jetzt passt auf. Weil ich habe hier Farbe auswählen. Dafür muss man aber so machen, dass man auch die Farbe sieht. Ne? So, Farbe auswählen. Ihr seht jetzt hier, das ist hier ganz schön krumpelig. Da ist, das ist nicht richtig. Das darf ich nochmal wegmachen. Ja, das ist nicht richtig. Ist das da? Ach, das ist da auch, ne? Ja. Das muss ein bisschen so rüber noch, dass das ein bisschen lockerer geht. Was machst du eigentlich in dem Video? Ich zeige, wie ich meinen Greenscreen herrichte. Das interessiert zwar niemanden, aber irgendwie muss ich ja Videos machen. Jetzt muss ich sie. Jetzt hauen wir da nochmal hin. Ich habe auch wegen der. Eigentlich funktioniert es mit Open Broadcaster schon ganz gut. Das Programm macht es mit dem Greenscreen echt gut. Es geht dann nur noch um so Feinheit ein bisschen. So. Ja, das andere ist hier, wenn ich hier was hinhänge, was das hier hängt. Weil es ist genau die Stelle, wo der Bluescreen nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich nehme jetzt die Farbe von da. So, und jetzt geht's los. Ah ja, jetzt bin ich weg, ne? Ja. Oh Mann. Okay, jetzt geht es los, ne? Ach du Scheiße. Ich mach mal grün. Ah, obwohl, da geht es jetzt halt schon los mit dem, dass es mir da, was ist denn jetzt passiert? Geh weg, so. Dass es mir da jetzt den, ah, guck, jetzt bin ich weg. Das ist so eine Fummelei. Ey, vorhin war das viel besser, ne? Ah, guck an. Jetzt kriegen wir es langsam wieder hin, aber das kriselt da noch so, dieses Kriseln da. Ja, das ist nix, ne? Nee. Ich mach nochmal Custom. Jetzt bin ich ganz weg, guck mal. Wir machen nochmal Farbe wählen. Ich habe mir es leider nicht gemerkt, wie ich das eingestellt habe, ich Idiot. Wir wählen mal da oben die Farbe einfach. Hier oben, komm. So. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ach, guck an, okay. So, und jetzt ihn hier. Ihn wieder weg. Ah, aber da unten mag es nicht, ne? Da unten ist zu dunkel. Gut, es muss ja nicht so perfekt sein, ja, das ist ja. So perfekt sein muss es ja nicht. Okay, das ist doch schon ganz gut, ey. So, das ist doch schon ganz gut. So lassen wir es. Einwandfrei. So lassen wir es. Schließen. Ich kann noch mit der Kamera noch aufprobieren. Hier noch beim Weißabgleich. Ja, guck hier. Ja, das ist natürlich völlig übertrieben. Machen wir mal automatisch. Dann schalten wir es wieder aus. Weil die Farbe ist natürlich. Fummelige Sache, ne? Ich will ja auch keine Gelbsucht kriegen. Okay. Nicht schlecht. Wir nehmen jetzt auch mal ein anderes Hintergrundbild. Okay, so lassen wir es mal. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Hintergrundbild. Und zwar nehmen wir jetzt mal den ich ganz gerne nehme, ist das Hedley TV.
durchsuchen. Da sind wir D. Videos, Vorspann. Und hier ist nämlich ein Headlay-TV drin, Hintergrund-JPEG, jawohl. So. Und das ist doch, selbst mit den Haaren geht es, ne? Ja. Das spiegelverkehrt. Dass man mich auch sieht, das muss man spiegelverkehrt machen. Pass mal auf, hier Eigenschaften. Jetzt drehen wir die Kamera mal um. Video konfigurieren. Jetzt drehen wir die mal um. Geht das hier irgendwo? Nee, ich kann die nicht spiegeln. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich kann die hier nicht spiegeln. Aber ich kann die doch bestimmt über die Software kann ich die doch spiegeln. Oder? Transformieren. Horizontal spiegeln oder vertikal? Horizontal, vertikal. Hey, nee, das war es natürlich nicht. Ne? Also machen wir nochmal vertikal. Zack, drehen wir es wieder um. Jetzt transformieren. Horizontal, jetzt. Jetzt hebe ich die Hand, dann ist das auch die Hand. Aber wenn ich jetzt was in die Kamera zeige, ist es spiegelverkehrt. Naja, gut. Drehen wir es wieder um. Scheißegal. Also transformieren. So. Also, Greenscreen eingerichtet, sehr zufrieden. Jetzt gucken wir mal noch mit einem weißen Hintergrund. Genau. Da gucken wir jetzt nochmal mit einem weißen Hintergrund. Wenn ich irgendwas von der Webseite oder so zeige. Guck mal hin. Komm schon. So, jetzt pass auf. Grafik. Save as, machen wir einfach Browser. So, jetzt ändern wir den Hintergrund wieder. Eigenschaften, zack. Gehen wir nach C, Temp, Browser, C. Wo ist der Scheiß, ey? Wo ist denn der Scheiß jetzt? Das gibt's alles gar nicht. C, Temp, Browser. So, jetzt bin ich gespannt. Ach dann. Ah ja, jetzt sieht man unten. Weil hier ist einfach zu dunkel. Ja, hier ist einfach zu dunkel. Das packt er nicht. Also keine hellen Bilder verwenden. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Ne? Oder da unten noch ausleuchten. Das geht natürlich auch. Aber jetzt die Haare sehen das auch nicht mehr so dolle aus. Also mit dunklen Bildern funktioniert das wesentlich besser. Warum ist eigentlich... So, danke. Ja, guck an. Okay, machen wir nochmal Bildhintergrund. Suchen, das geht mit dunklen Bildern wesentlich besser. D. Bilder. Auftritte. Machen wir nochmal Locations. Locations. Was haben wir denn hier? Auf dem Truck. Schauen wir mal. Ah ja, genau. Okay. Warum ist das so klein? So. Ja, das sieht man es nämlich nicht. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Und tschüss.